willkommen zur fünften Woche meines Food- und Fitness-Diaries. Und zwar werde ich diese Woche nach Irland fliegen und ihr könnt ja mal schauen, was ich da so esse und ob ich dort trainieren werde. Der Montag startet erstmal noch in Dänemark mit Toast, Eiern und einem Kaffee. Als Snack zwischendurch gibt es einen Apfel und eine Banane, auch wenn der Apfel hier nicht so lecker aussieht. Mittags habe ich dann Brot gegessen mit Salami. Salami ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr vermisst habe in meiner fleischlosen Zeit. Vor allem hier diese italienische mit den dicken, groben Stücken. Da ich in der Zeit so ein bisschen ideenlos war mit Rezepten und ich wusste, was ich kochen sollte, habe ich einen italienischen Nudelsalat gemacht. Den habe ich früher sehr oft gegessen, aber in letzter Zeit nicht mehr so oft. Der besteht einfach aus gebratenem Gemüse. Das röste ich an und parallel habe ich Tomaten klein geschnitten, Mozzarella und Basilikum. Das alles in der Schüssel gemischt. Dann die Nudeln gekocht, mit rotem Pesto vermischt und ja, fertig ist der Nudelsalat. Davon habe ich dann an dem Tag noch 2 Portionen gegessen, wie ihr hier sehen könnt. Der Dienstagmorgen startet mit frischem Toast, Eiern, der italienischen Salami, Weintrauben und natürlich einem Kaffee. Mittags gibt es dann wieder den italienischen Nudelsalat und danach dann wieder die Salami mit Brot, also ein bisschen eintönig an den beiden Tagen. Zur Abwechslung gibt es dann mal 2 French Toast und da ich an dem Tag die ganze Zeit so ein Verlangen nach Süßem hatte, habe ich mir ein Eis geholt bei Paradies. Das ist ein dänischer Eisladen und die haben wirklich, ich glaube, das beste Eis, was ich kenne. Und vor allem diese Toppings sind so super, diese Schokoladensoße und die Kokrandstreusel. Am nächsten Morgen war ich schwimmen und mein Freund hat mir ein bisschen von seinem Shake übrig gelassen. Und zwar experimentiert er im Moment ein bisschen mit Eiweißshakes ohne Proteinpulver. Also so eine Art Morning Shake mit viel Eiweiß drin. Und da hat er mir eine kleine Probiergröße dagelassen. Da das aber natürlich nicht genug war zum Frühstück, habe ich mir noch ein Brötchen gemacht mit gekochtem Schinken und einem Kaffee. Das Brötchen war ein Walnussbrötchen, das gibt es ja bei Lidl. Das ist echt sehr, sehr lecker. Und zwar ist das ganz dunkles Brot, also ganz dunkles Brötchen mit ganzen Walnüssen drin. Wenn es das in Deutschland auch gibt, kauft es mal. Dann war Zeit für ein zweites Frühstück. Hier gab es Toast mit Eiern und einem Kaffee. Am späten Nachmittag gab es dann den Rest von meinem italienischen Nudelsalat und danach noch einen Apfel kurz vorm Sport. Nach dem Sport habe ich mir dann einen Kaffee gemacht und ich habe Schokolade gegessen. Der nächste Morgen startet mit Toast und diesem Aufschnitt. Ich möchte es jetzt nicht aussprechen, weil ich es auf jeden Fall falsch aussprechen werde. Das ist so eine dänische Spezialität. Ein bisschen fettig, eigentlich gekochter Schinken gefüllt und mit ein bisschen mehr Fett als normal. Und dazu gab es einen Apfel. Zweites Frühstück heute ist Haferflocken mit Mandeln und Trauben und dazu ein bisschen Joghurt mit 1,5% Fett und 0,1% Fettmilch. Mittags habe ich eine Art Curry gemacht. Das Rezept hat mir mein Freund erklärt und dann habe ich danach gekocht. Es war gar nicht so schlecht. Ich wusste halt nicht, wie es schmecken sollte, aber es war trotzdem ganz okay. Mit Kartoffeln, Hähnchen, Reis, Tomaten und eben ganz viel Curry. Da ich auch an diesem Tag wieder so viel Lust auf Süßes hatte, habe ich mir eine Tüte Popcorn gemacht. Die hatten wir noch übrig, ich glaube, von meinem Geburtstag oder so. Das war aber nicht so lecker, weil ich hatte mir zuletzt mal Popcorn zu Hause gemacht. Das heißt zuletzt, das ist 4 Monate her. Und ich habe das gesalzen, aber komplett versalzen. Und seitdem mag ich kein Popcorn mehr. Und jetzt musste ich auch das hier wegwerfen, weil ich es einfach nicht essen konnte. Ich hoffe, dass ich bald wieder süßes Popcorn essen kann. Und abends habe ich mir dann noch ein paar Feigen gegönnt. Am Donnerstagmorgen habe ich dann nochmal groß gefrühstückt, bevor es dann später nach Irland für mich ging. Ich habe Brötchen gegessen mit Ei und einem Kaffee und einem Apfel. Am Flughafen in Kopenhagen habe ich dann schon wieder gesündigt. Und zwar habe ich mir so ein süßes Brötchen geholt mit Schokolade. Ich glaube, das hieß einfach Chocolate Scone. Und das war sehr lecker. Und da dann alles ein bisschen länger gedauert hatte als gedacht, habe ich dann doch nochmal was gegessen. Und zwar habe ich mir ein Sandwich geholt mit Chicken und Pesto, Salat und ich glaube Tomaten drauf. Das war echt sehr, sehr lecker. Und dann hieß es auf nach Irland, vom sonnigen Dänemark, was auch schon sehr selten ist, ins regnerische Irland.
Ich habe mich dann in Irland mit meiner Familie getroffen. Die sind von Köln nach Dublin geflogen und ich bin eben von Kopenhagen nach Dublin gekommen. Und die waren da erstmal bei McDonald's. Ich bin hart geblieben und habe mir nur einen Kaffee Latte geholt. Der nächste Morgen startete dann auch erstmal mit einem Sportprogramm für mich. Ich bin um kurz vor 6 aufgestanden und habe Beine trainiert. Und da ich ja gerade dabei bin, mich ans Laufen zu gewöhnen, habe ich natürlich da die schöne Natur benutzt und bin noch 15 Minuten laufen gegangen. Zum Frühstück gab es dann Brot mit Eiern und Weintrauben und es gab auch noch Apfelkuchen. Wir waren in einem Airbnb und da haben die Leute uns unter anderem einen Apfelkuchen in den Kühlschrank gestellt. Und für mich gab es natürlich noch ein bisschen italienischen Schinken und Salami. Unterwegs habe ich mir einen Kaffee Latte geholt. Komischerweise hat der Typ bei McDonald's das mit Sahne gemacht und oben noch Karamellsoße drauf. Das war zwar sehr lecker, aber auch sehr kalorienreich. Abends haben wir dann gekocht. Einmal gab es eine Gemüsepfanne und Steak haben wir dazu gemacht. Das war sehr gut gebraten und es gab noch Nudeln mit Pesto. Und als Nachtisch ein Stück vom Apfelkuchen. Der nächste Morgen startete vom Frühstück her eigentlich genau wie der letzte, mit Toast, Ei, Schinken, Salami, ein bisschen Obst und Apfelkuchen. Und normalerweise esse ich nie Apfelkuchen, aber weil der von der Familie so lecker war, also von der Familie, der das Airbnb gehört, habe ich unterwegs dann auch ein Stück Apfelkuchen gegessen, der dann aber leider gar nicht geschmeckt hat. Und dann waren wir in einem kleinen Örtchen im Südwesten von Irland und da haben wir dann Fisch und Chips gegessen. Und erstmal kam uns der Laden ziemlich komisch vor, der war ganz klein und der Besitzer hat irgendwie gar nicht mit uns gesprochen. Aber das Essen war dann wirklich richtig, richtig lecker. Wir hatten ganz dickes Fischfilet und das ganz dünn paniert und die Pommes waren auch sehr lecker. Also wenn ihr mal da seid, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Zum Aufwärmen, weil es eben ein bisschen windig, kalt und regnerisch war, wie das in Irland wohl scheinbar immer so ist, haben wir uns zum Aufwärmen einen Kaffee Latte geholt. Da wir den in einem Pub getrunken haben, war der dementsprechend nicht so lecker. Das war eher einfach Filterkaffee mit Milch. Und da ich den ganzen Tag über so viel gegessen habe und zwischendurch auch nochmal was genascht habe, was ich gar nicht gefilmt habe, habe ich dann abends nur noch ein bisschen Rest von dem Gemüse gegessen. Das sieht jetzt nicht so hübsch aus in der Plastikverpackung, aber ja, das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.